Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es ein paar Tipps und Tricks, wie ihr möglichst schnell euer Aim verbessern könnt. Dazu zählt natürlich euer Pump-Aim als auch euer Air- und SMG-Aim. Und die ganzen Tipps und Tricks funktionieren natürlich auf PC als auch auf Konsole und auf Mobilgeräten, wobei es für jede Plattform immer ein paar spezifischere Aim-Training-Methoden gibt. Dementsprechend, wenn ihr euch vielleicht für die Konsolen-Tipps und Tricks interessieren oder an euch neue Pump-Tipps und Tricks interessieren, dann skippt einfach die einzelnen Parts in der Wiedergabeleiste, da werde ich einmal alles verlinken. Und wenn natürlich in Zukunft auch hier generell keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, natürlich auch gerne hier ein Abo da lassen. Ich würde mich natürlich genauso auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Und schaut natürlich auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Dort bin ich zurzeit auch täglich live. Dementsprechend lasst ein Follow da, um dort auch nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal mit den ersten Tipps und Tricks. Als erstes beginnen wir mal mit dem Warm-Up. Und das sollte man genauso natürlich, wie man es auch oder wie es die meisten natürlich auch schon bei Edits und bei Buildings machen, sollte man das Ganze natürlich auch fürs Aim machen. Denn wenn man eben halt kein tägliches Aim-Training hat, dann geht man eben halt direkt unaufgewärmt in beispielsweise auch die Edit-Kurses rein. Und wenn man eben halt schon ein bisschen trainiert hat, dann kommt man auf jeden Fall schon mit dem Maus-Movement oder mit dem Controller-Movement klar. Und wenn man das so 10 Minuten gemacht hat, dann wird man auf jeden Fall schon deutlich besser. Natürlich kann man das auch länger machen. Ich hätte so empfohlen, irgendetwas zwischen 10 Minuten und vielleicht maximal eine Stunde zu machen. Mehr empfehle ich aber auf jeden Fall nicht. Am besten wäre eigentlich so etwas irgendwie zwischen 20 und 30 Minuten. Und wenn ihr jetzt auf Konsole seid oder auf Mobilgeräten seid und eben halt beispielsweise auch auf PC nicht ein externes Programm nutzen wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall den Skywalk Aim Trainer. Dazu hatte ich auch schon ein ausführliches Video gemacht. Ist auf jeden Fall einer der besten Aim Trainer, die es so zurzeit tatsächlich gibt. Wie schon gesagt, das geht jetzt erstmal nur ums Warm-Up. Das heißt, das ist keine richtige Map, womit man unbedingt sein Aim wirklich verbessern kann. Allerdings verbessert man es immer trotzdem passiv. Das heißt, wenn es täglich immer wirklich eine ganz gute Zeit spielt, dann werdet ihr auf jeden Fall besser. Aber der Hauptpunkt eben halt hier dran ist auf jeden Fall, dass man so mit dem Maus- oder Controller-Movement eben halt so klarkommt und da möglichst schnell auf jeden Fall wird. Und um hier am besten zu beginnen, würde ich immer mit Teil Frenzy anfangen. Hier könnt ihr auch unterschiedliche Stages machen. Beispielsweise hätte ich vielleicht mit Simon Close Range begonnen. Ihr müsst einfach einmal auf Start klicken und dann hier die ganzen Targets abschießen. Die spawnen auch wieder neu. Das Ganze hätte ich dann hier insgesamt 5-mal wiederholt. Das heißt, ihr könnt beispielsweise auch etwas hier switchen zwischen Medium Range und Long Range. Der einzige Unterschied ist im Prinzip nur, wie weit ihr zwischen den einzelnen Targets switchen müsst. Wenn ihr beispielsweise bei Long Range seid, habt ihr relativ kurze Wege. Bei Close Range sind die Wege schon deutlich länger, die ihr mit Maus oder Controller machen müsst. Und so könnt ihr hier ein bisschen Unterschiedliches machen. Wie gesagt, 5 Wiederholungen hätte ich auf jeden Fall immer gemacht. Wenn ihr damit durch seid, einmal auf Reset und Back to Lobby klicken. Danach geht es nämlich weiter mit Bounce 360. Hier hätte ich auch auf jeden Fall mindestens täglich 5 Mal gemacht. Jedes Mal eben halt immer eine Minute. Das heißt, ihr seid damit schon insgesamt bei 10 Minuten, wenn ihr nicht mehr Zeit habt. Dann seid ihr im Prinzip schon mit dem Ganzen durch. Hier müsst ihr eben halt versuchen, einfach nur die ganzen Targets abzuschießen, möglichst schnell zwischen den Targets zu wechseln. Das heißt, wenn ihr eins gekillt habt, switcht direkt aufs nächste Target. Das hier ist allerdings auch eine Stage, wo ihr gut und gerne auch mal 10 bis 15 Minuten das Ganze machen könnt. Das heißt, wenn ihr mehr Zeit habt, dann könnt ihr insbesondere in dieser Stage mehr reinstecken. Bei Teil Frenzy hätte ich eher jetzt nicht so viel Zeit reingesteckt. Dauert vielleicht so 5 bis 7 Minuten das insgesamt machen. Hier, wie gesagt, 10 bis 15 Minuten. Kann man das gut und gerne machen. Pflicht bei beiden sind allerdings 5 Minuten, hätte ich mal gesagt. Und wenn ihr dann, wie gesagt, mehr Zeit habt, also im Prinzip dann mehr als 10 Minuten Zeit habt, dann könnt ihr auch noch etwas von den ganzen Tracking Stages machen. Das heißt beispielsweise Moving Targets, Horizontal, Vertical. Dort sind immer nur unterschiedliche Tracking Szenarien. Beispielsweise bei Moving Targets fliegen Zombies quer rundherum. Das heißt, sie werden immer nicht irgendwie weiter von euch wegfliegen, sondern die fliegen immer nur hoch, runter und seitwärts. Ansonsten gehen auch genauso gut die Stages Horizontal und Vertical. Insgesamt mit Horizontal, Vertical und Moving Targets könnt ihr das auch gut und gerne mal 5 bis 10 Mal machen. Danach könnt ihr auch noch Raindrops machen. Hier geht es darum, dass ihr im Prinzip einfach in den Himmel schaut und dann von dort aus möglichst schnell zwischen Targets switcht. Das heißt, die ganzen Targets sind One-Hit und ihr müsst ja versuchen, möglichst schnell die hintereinander zu killen, damit natürlich möglichst keiner ganz bis nach unten fliegt. Könnt ihr auch mit 2 bis 3 Wiederholungen machen. Natürlich, umso mehr Zeit ihr habt, umso mehr Wiederholungen sind auch dort möglich. Und als letztes könnt ihr noch Reaction FS machen. Hierbei solltet ihr euch am besten eine Shotgun mitnehmen, weil es mir da eher relativ schwierig ist, geht allerdings auch. Und hier geht es immer darum, dass er eigentlich am besten fliegt, das heißt, ihr sitzt so und fliegt dann immer zu den Seiten. Ich hätte hier auf jeden Fall so empfohlen, wie gesagt, 20 bis 30 Minuten zu machen, also 5 Minuten Teil Frenzy, 5 bis 10 Minuten Bounce 360, ein bisschen hier von den ganzen Stages, so ungefähr 5 Minuten und dann die beiden hier auch nochmal insgesamt 5 Minuten. Damit habt ihr auf jeden Fall ein ganz gutes Warm-Up, wie gesagt, mehr geht immer. Wie ich schon am Anfang angesprochen hatte, gibt es auch noch unterschiedliche
unterschiedliche Möglichkeiten, wie man vor allen Dingen auf PC noch deutlich besser sein Aim trainieren kann. Und das ist jetzt auch eigentlich nicht nur als Warm-up gut geeignet, sondern das kann man auch zwischendurch spielen, weil es hier echt noch ein paar mehr Möglichkeiten gibt, als eben halt in den Fortnite-Aim-Trainern. Und man kann hier eben halt noch ein paar mehr unterschiedliche Stages machen. Das Ganze nennt sich AimLab, könnt ihr auf Steam runterladen. Ist kostenlos, ihr müsst dafür wirklich keinen einzigen Cent bezahlen. Hier drin habt ihr den Vorteil, dass ihr für alles Einzelne immer eure ganzen Stats sehen könnt. Das heißt, ihr könnt hier sehen, woran müsst ihr noch arbeiten. Ihr könnt sehen, wie eure Präzision ist, wie eure Geschwindigkeit ist. Und dann könnt ihr eben halt auch in Rängen aufsteigen, wodurch man eben halt so ein bisschen mehr motiviert wird tatsächlich, als eben halt, wenn man nur in Fortnite spielt und im Prinzip so keinen Fortschritt letztendlich wirklich sieht. Dementsprechend finde ich, ist das Ganze noch immer etwas entspannter zu spielen. Hier benutze ich meistens aus dem Workshop die Best FN Routine. Den könnt ihr einfach einmal im Steam Workshop abonnieren. Müsst ihr einfach nachsuchen. Das Ganze wurde von Fizi erstellt. Könnt ihr einmal reingehen. Ist im Prinzip letztendlich auch kaum was anderes als in Fortnite selbst. Ihr habt nämlich hier am Anfang auch erstmal eine Teil Frenzy Routine. Dementsprechend müsst ihr immer zwischen Targets wechseln. Der Vorteil hier drin ist auf jeden Fall, dass ihr wie gesagt einfach einen Progress auch zusätzlich seht und dass ihr natürlich auch nie reloaden müsst. Das heißt, ihr habt keine Wartezeiten zwischendurch. Natürlich geht das Ganze auch relativ gut in der Fortnite-Map. Allerdings, wie gesagt, wenn ihr es könnt, dann spielt auf jeden Fall AimLab. Trotzdem, wenn ihr auf Konsole seid, dann reicht das Ganze natürlich auch aus. Und so könnt ihr dann immer hier genau sehen, wie gut ihr seid, wo ihr drin euch noch verbessern könnt. Und dann könnt ihr hier einfach, wenn ihr beispielsweise in dieser Routine drin seid, auf T drücken. Dann kommt ihr zur nächsten Task und so geht es dann immer weiter. Hier könnt ihr an der Seite eure Stats sehen, wo ihr euch verbessert habt, wo ihr euch verschlechtert habt. Und das Ganze macht ihr, also das Ganze funktioniert zumindest in diesem Task, 5-mal hintereinander mit Gridshot. Danach gibt es ein bisschen Strafe-Shot, das heißt so ähnlich wie Horizontal Tracking. Danach gibt es dann noch ein bisschen Micro-Shot, das ist dann im Prinzip nochmal so eine Teil Frenzy Stage. Und das geht dann immer so weiter. Man muss natürlich jetzt nicht genau diese Stage spielen, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Beispielsweise könnt ihr hier in den Trainingsbereich gehen. Dort habt ihr dann beispielsweise einmal Spider-Shot, was ihr spielen könnt, Grid-Shot, was ihr spielen könnt. Dann habt ihr hier noch einen Sphere-Track, wo ihr dann eben halt etwas tracken könnt im ganzen Raum. Ist auch immer sehr, sehr gut zu spielen. Switch-Track ist im Prinzip genau das gleiche wie 360-Grad-Tracking bzw. Bounce 360 aus Fortnite. Um jetzt allerdings wirklich euer Aim zu trainieren, braucht ihr natürlich noch eine andere Map, denn wenn ihr täglich einfach nur Warm-Up macht, dann reicht das Ganze insgesamt nicht aus, um wirklich besser zu werden. Und dafür ist diese Map wirklich gut, die ist von Radar464. Das ist hier eine Aim-Dual-Map, der Code, den seht ihr natürlich oben, könnt ihr einfach kopieren und ist so eine der Best-Maps. Gibt es allerdings auch noch in unterschiedlichen anderen Versionen. Hier gibt es alle verschiedensten Waffen, die es zurzeit so drin gibt. Das heißt, ihr habt hier wirklich einmal eine große Auswahl zwischen verschiedenen ARs, SMGs. Und dann könnt ihr beispielsweise auf irgendeinem Discord jemanden suchen. Wichtig ist immer, dass er einigermaßen auf dem gleichen Level ist, dass ihr immer nicht dauerhaft nur von dem gekillt werdet, weil er dann nämlich irgendwann auch eure Motivation verliert. Und ihr solltet eben halt auch nicht dauerhaft nur den Gegner killen. Das heißt, wenn ihr beispielsweise einen Freund habt, mit dem ihr immer Trio spielt, dann könnt ihr auf jeden Fall auch gut so eine Map spielen. Hier gibt es verschiedene Stages, die man machen kann. Beispielsweise gibt es hier Stages mit Cones, mit Ramps. Es gibt 1x2s, 1x1s. Alles mögliche auf jeden Fall. Hier Box und Ramp. So könnt ihr nicht hier drauf fighten. Müsst ihr einmal auf Start klicken. Der andere Gegner steht auf der anderen Seite. Habt ihr verschiedene HP. Beispielsweise hatte ich jetzt die Version mit 2000 HP ausgewählt. Ist eigentlich immer sehr, sehr gut. Ihr müsst versuchen, immer den Gegner immer möglichst gut zu killen. Müsst dabei aber trotzdem auf euer Movement achten, um natürlich selbst nicht gekillt zu werden, und so trainiert ihr immer gleichzeitig euer Movement und euer Aim eben halt, wie gesagt, gleichzeitig. Und gerade für 50-50s ist es extrem gut. Das Einzige, worauf ihr euch nicht konzentrieren müsst, sind eure Builds, eure Edits. Das spielt hier keine Rolle, sondern immer, wie gesagt, nur Movement und euer Aim. Und das könnt ihr so lang machen, wie ihr wollt. Umso mehr das macht, desto besser werdet ihr auf jeden Fall. Macht es mit verschiedenen Waffen. Hier oben könnt ihr euch dann aussuchen, wie viel AP ihr wollt. Hätte ich eigentlich immer irgendwas zwischen 1000 und 5000 genommen. Je nachdem, mit welcher Waffe ihr jemand spielt, geht das sonst nämlich jetzt zu schnell oder es dauert eben halt irgendwann auch zu lange. Und sucht dann hier verschiedene Stages aus. Macht das am besten, ihr müsst es nicht jeden Tag machen, aber macht es am besten so ein bis zweimal auf jeden Fall die Woche und versucht euer Aim so immer weiter zu verbessern. Ihr solltet es natürlich auch nicht zu viel machen, denn ganz wichtig ist natürlich auch, dass ihr eure Game Sense generell in-game trainiert, dass ihr auch eure Buildings und so trainiert. Dementsprechend, wenn ihr nur eine Stunde habt, dann macht nicht nur eine Stunde Aim-Duels. Macht es eben mal in einer ausgewogenen Menge, dann passt es auf
jeden Fall. Und das waren eigentlich so die ganzen Tipps und Tricks. Wie gesagt, zusammengefasst, macht immer am Anfang so 20 bis 30 Minuten am besten Warm-up, mindestens 10 Minuten, maximal 60 Minuten auf jeden Fall. Das geht einmal in AimLab oder eben halt im Skywalk Aim Trainer. Und zusätzlich macht dann ein bis zweimal die Woche, mehr ist natürlich immer besser. Auch noch ein bisschen Aim Duels hier, sucht ihr euch einfach irgendwelche Leute vom Discord oder eure Freunde und spielt dagegen eben halt, versucht das beste Aim damit zu bekommen. Und so werdet ihr auf jeden Fall ganz, ganz schnell vor allen Dingen euer Pump Aim trainieren, denn das geht vor allen Dingen auch hier drin. Wie gesagt, sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch hat dieses Video natürlich gefallen. Wenn es so sein sollte, lasst wie gesagt gerne eine Bewertung da. Schaut auch natürlich auch gerne nachher auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Schreibt auch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.